Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Datateam TV Video mit eurem Frank Schröder. Es geht voran. Ich habe jetzt die Zukunftsdaten von meinem Server bekommen. Ich habe auch schon die Webseite hier auf für IPMI View. Da kann man sich dann einloggen. Hat man so einen schönen Dashboard, wo man alle Infos sieht. Und da hat man dann auch dann so eine Remote Control. Logischerweise brauchen sie Passwort und alles, um da reinzukommen. Und dann über Remote Control sieht man, da hat man schon dann das BIOS und alles geöffnet. Da kann man hier oben rechts, hat man dann eben die Möglichkeit, ein CD-Image zu laden. Jetzt weiß ich gerade nicht auswendig, wo ich mir das hingesetzt habe. Da habe ich den IPMI Viewer zur Installation. Was ist das? Das ist ESXi brauche ich ja. Das, wie gesagt, ich mache hier einen Virtualisierungsserver. Und ja. Das hilft mir dann. So. Das geht einfacher, wenn ich das jetzt so mache. Und da habe ich dann hier, wie gesagt, den VMware VM Visor 7.0 und so weiter. Machen wir Start Media. Hm, das ist eine neue Funktion. Keine Ahnung, was Media Boost ist. Hm. Hat jetzt irgendwie die CD wieder verloren. So. Und dann machen wir hier Save Changes and Reset. Yes. Und dann hoffen wir, dass er von der CD bootet. Ne. Jetzt will ich nochmal hier schauen. Gut, da gibt es diese Option nicht. So, Boot Override, Official. Ne, ist das auch nicht. Mhm. Starten. Ich hatte da nicht richtig gemacht, dass er so automatisch neu startet. Und dann hier das System. Dann schauen wir mal, ob er jetzt bootet von der CD. Mal sehen, mal sehen. So. Vielleicht muss ich nur F8 drücken. Ah, wir sehen hier, Virtual CD-ROM ist schon mal da. Schon mal gut. Und dann muss man sehr viel Geduld haben. CD, Virtual CD. Und dann lädt er. Eigentlich sollte er jetzt dank der neuen Version von ESXi die Hauptplatte, also das Hauptsystem, größer gestalten. Da gab es immer wieder Probleme. Was war es jetzt auf dem alten System, glaube ich, hatte ich nur 20 Giga oder so, und wenn ich dann da Images oder so reinlädt, dann ging gar nichts mehr. Und deshalb mit dem neuen System kann er bis zu 128 Giga als Bootsystem nutzen. Das wurde da etwas verbessert. Eventuell kann ich hier, wo habe ich jetzt mein, da kann man hier schauen, ESXi 6.7 versus 7. Ich hatte da irgendwo einen Unterschied gesehen. Leider nicht hier, wie das Ganze sich verändert hat in puncto Boot, wie das aussieht. Da wurde der Start eigentlich verbessert worden. Das müsste das hier sein. Nee. Doch hier. Sehen hier, ist das Ganze optimiert worden. Hat weniger Teile.
Und dann eben, da ist der normale Data Store und eben das Systemboot kann größer werden. Das sieht man leider da nicht. Aber hier sieht man eben, wie gesagt, dass der Start an sich optimiert wurde. So. Dann haben wir mal hier. Das dauert, wie gesagt, aus dem ganz einfachen Grund, weil es ist ja ein Image, das bei mir hier auf dem Server steht. Sind nur 382 Mega. Und trotzdem muss das ja übers Netz hochgeladen werden, dekomprimiert werden. Das ist schon speziell. Wir sehen hier, wie die Daten übertragen werden. Es ist ziemlich lahmarschig, aber es funktioniert. Und ja. Um das Ganze zu beschleunigen, mache ich kurz wahrscheinlich jetzt Pause, bis ihr das alles schön laden kann. Oder ich könnte auch. Ja, vielleicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, was dieser Media Boost bedeutet. Ist nämlich eine neue Funktion beim IPMI. Bei dieser Version. Einfach abwarten. Sehen, was das bedeutet. Nicht Bilder. Kann man nicht mehr sehen. Mal. Das findet man so auf Anhieb nichts. Müsste man schon etwas tiefer graben. Egal, lassen wir es laufen. Ich mache Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Noch so, um zwischendurch zu erwähnen, wie es jetzt gerade bei mir war. Ich dachte, das Ganze würde hängen. Da ging hier die Zahl hier oben rechts nicht in die Höhe. Und es hat ewig gedauert, bis er diese Datei da geladen hatte. Aber dann sprang er plötzlich ein Stück weiter. Das heißt, wenn so zwischendurch mal etwas nicht vorangeht, einfach abwarten. Das ist ganz normal. Mittlerweile sind wir dabei, dass er die verschiedenen Netzwerktreiber, SCSI-Treiber und so weiter lädt. Es geht so langsam voran. Und die Teil hier hat er auch schon rund 260 Mega geladen. Sollte also demnächst ans Ende kommen. Wir sehen ja hier unten die Minutenzahl, die abläuft. Es dauert. Noch eine andere wichtige Sache, wo ich schon dabei bin. Hier beim Keyboard sollten Sie auch achten, dass ihr die richtige Tastatur auswählt, denn sonst habt ihr nachher Probleme mit dem Login, mit eurem Passwort. Das heißt, wenn ihr dann wählt ihr hier Deutsch aus, fragt ihr nochmal nach und dann sagt ihr entweder Yes. Wie gesagt, sehr wichtig, weil sonst hat man danach Problemchen. So, jetzt hat er alles soweit geladen und jetzt startet er die verschiedenen Dienste. Das wird jetzt etwas dauern. Wir sehen hier hat er jetzt 568 Kilobyte, 1000 Kilobyte geladen. So, wir sehen hier ist ein 16-Core-Prozessor mit 64 GB RAM. Und wir eben installieren hier den ESXi 703. Und dann geht's weiter mit dem Warten. So, und weiter geht's. Gehen wir mal hier weiter. 11, accept and continue. So, dann schauen wir mal. Ich hoffe, er erkennt den RAID-Controller. Das sieht ja schon mal gut aus. So, was haben wir hier? Selecten. Ich gehe mal da auf Deutsch über. Dann gibt es keine Probleme. Normalerweise nehme ich Swiss French, aber Deutsch geht ja auch. So, und dann sieht man mein Passwort? Nee. Passwort Match, das ist immer gut. Und ich hoffe,
dass die per Tastatur passt, weil sonst habe ich ein Problem. Install on, ja, will be repetitioned, ist ja klar, ja, soll er ja. Und dann installiert er. Sollte ja jetzt etwas zügiger vorangehen, da er ja alles im Speicher hat. Zuerst lädt er ja praktisch die ganze CD in den Arbeitsspeicher. Max-Installation. Das geht natürlich normalerweise dann dadurch bedeutend schneller. Und ich habe normale Festplatten hier genommen, keine SSDs, weil, ja, wie gesagt, für einen Webserver sehe ich nicht ein, oder Streamserver, da sehe ich einfach nicht ein, SSDs einzunehmen, die bedeutend mehr kosten und, ja. Ob ich jetzt 10 Sekunden brauche zum Booten oder eine Minute, ist mir eigentlich da ziemlich egal. Hauptsache, die Seiten werden schnell angeboten und das ist ja der Fall. Da es ja mit meinem alten Server gut lief, kann es ja nur mit dem neuen noch besser laufen, ne? Sagen wir mal so. Das sehen wir ja dann. Und dann warten wir. 68%. Jetzt so. Stück für Stück weiter. Und das war's dann. Reboot the Server using CCC. Sagen wir mal einfach Enter. So. Sehen, er hat jetzt automatisch die CD hier rausgeschmissen. Und dann müssen wir warten, weil das speichert er noch alle Daten ab und dann bootet er neu. Ich weiß aber nicht, wie lange der Server da braucht zum Booten. Also der neue ESXi. Der alte ging ja relativ gut. Und dann kommen wir dazu, dass ich ja auch noch jetzt eine IP-Adresse vergeben muss, ne? Ich habe irgendwie hier ein Problem, dass mein DNS-Server nicht die IP-Adressen gibt. Schon komisch. Wo habe ich das hier? Auch mal wieder Schutz deaktivieren. Macht er dann auch immer noch nichts? So, wie ihr seht, das Ganze bootet ja. Relativ gut sogar. Vom Server, der spinnt. Gut. Und dann ist der am Booten. Geht ja relativ schnell und zügig. Positiv überrascht. So. Es fällt Excessive Bait. Keine Ahnung, was SEV ist. Kann ich nochmal später nachschauen. Ist aber momentan nicht so wichtig. Und auch sowieso das eine oder andere wird nicht sauber starten, weil ja noch keine richtige IP-Adresse vergeben ist. Eine nutzbare IP-Adresse auf jeden Fall. Tut mir leid, wenn es jetzt etwas hier rumblitzt, aber ich muss mir hier die Liste rausnehmen mit der IP-Adresse. DHCP ist ja klar, ich möchte kein DHCP. So, dann machen wir F2 zu Customize. Dann kommt der Login. Ist gut, weil hier steht auch Configured Keyboard jetzt, dass es deutsche Tastatur ist. So, und dann haben wir hier das Network. Wir die IP-Adresse ein. Fertig. Ups.
So. Punkt 118, Punkt 100. Na, siehst du? 117, Punkt 40. So. So. Und dann. Ach, was mache ich denn da? Sollte so sein. Ich hoffe ja mal. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich glaube, ich habe mich da geirrt. Also 87, 118, 117, 40. Doch, das ist, sollte hier korrekt sein. Okay. Okay. Dann wo gebe ich hier Enter? Dann habe ich hier die IPv6. Ist die erste Mal, dass ich hier mal so eine Nummer vergebe, weil eigentlich möchte ich nur die. Ich hoffe, das ist so richtig. 2001, Doppelpunkt 1, B60, Doppelpunkt 3, Doppelpunkt 221, Doppelpunkt, allerdings habe ich keine Ahnung, wie da der. Dann will mal einfach enter. Was steht da? Adresse. Mhm. Ist doch richtig. So habe ich sie auf jeden Fall bekommen. Nochmal nachprüfen. Meine Produkte, Server. Wo ist denn hier die IP-Adresse? Also 2001, Doppelpunkt 1B60, Doppelpunkt 3, Doppelpunkt 221. Ja, Doppelpunkt 88. Ah, da habe ich mich geirrt. 880. 8808 Doppelpunkt 1. Na gut, daneben nicht. So. Ich bin da relativ schnell. Ich bin kein Freund in DPV6 und das hat bestätigt mir es wieder. Warum? Hier nehme ich einfach die IP, den DNS-Server des von Google. Und Hostname ist ESXi7, um den Unterschied zu machen. So. Apply changes and restart. Yes. So, jetzt sollte das zugänglich sein. Schau hier nochmal. Ich starte einmal den Server komplett neu. Da muss man dann immer das Passwort mit eingeben. Damit man auch neu starten kann. So. Einfach Restart. FN. So. Dann lassen wir das neu starten. Jetzt wieder Geduld haben. Geht ja relativ zügig, also mit dem Neustart. Ich bin positiv überrascht, also von daher. Da habe ich jetzt
Na, das, warum geht das so langsam? Aha. Spreche von Geduld und dann habe ich selbst keine. Na? Startest du oder startest du nicht? So, schon ist er da. Und dann. Auch mal wieder hier. Dann schauen wir, ob er da ist. Da ist da ja noch kein Zertifikat drauf. Und schon sind wir da. Sind hier in Evaluation, weil es halt eben noch keine Lizenz da ist. Die Lizenz müsst ihr bekommt ihr, es ist ja gratis nutzbar zum Beispiel, die bekommt ihr dann in eurem VMware Interface. So, wie gesagt, hier stoppe ich für dieses Video, denn wie gesagt, wo ich dann die Daten restauriere, zurückspiele, neue Maschine erstelle, das zeige ich euch in einem anderen nächsten Video dann. Stück für Stück. Ich habe mir gesagt, dass das eventuell besser dann ist. Auf jeden Fall läuft jetzt der ESXi und ihr könnt dann eben hier die verschiedenen Sachen managen. Seht ihr Licensing, da ist noch keine Assign License, da muss ich noch die Lizenz eben eingeben. Seht ihr die Packages, was gestartet ist, normalerweise zum Beispiel SSH sollte sowieso nicht aktiv sein. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Jetzt hatte ich schon einen Hänger. Eben wegen der Sicherheit ist der SSH nicht aktiv. Jetzt hatte ich einen Hänger. Habt ihr die verschiedenen Zeiten? Das stimmt. Ist der UTP. Ja, kann man so lassen. Gut. Und dann habt ihr ja auch den Monitoring. Gut, da ist ja noch nichts zu sehen, weil eben alles normal läuft. Ist ja kein neues System. Da sollte ja Gott sei Dank nichts Problematisches da sein. Ne? Ihr habt ja auch die verschiedenen Logdateien, die Notifications, wenn irgendwas ist. Die seht ihr auch hier unten. Wie gesagt, auf Verschiedenes werde ich dann noch eingehen, wenn ich dann die anderen Sachen installiere. Ihr seht, hier habe ich den Prozessor, den Arbeitsspeicher, wie der belastet ist und die Festplatte. Und ja, das wird demnächst dann nicht mehr so leer aussehen. Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Resttag, Restwoche, was auch immer. Ich weiß ja nicht, wann ihr mein Video schaut. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Schritt wieder. Bis dahin, tschüss, euer Frank.